Hallo und Ahoi zum 15. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste sowie bei YouTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, dann wären wir wieder zurück. Willkommen. Wieder bei Return to Monkey Island, wo wir gerade erfahren haben, dass Stan, unser guter Freund Stan Stanman, hier in einem Gefangenenlager, in einem einem Lager, wo Eisskulpturen gefertigt werden, ein Arbeitscamp sozusagen, ist Stan Stanman einquartiert, weil er sich hat etwas zu Schulden kommen lassen. Erst war er im Gefängnis in Melee Island, jetzt ist er hier und er ist aber nur für einen Monat drin. Das ist insofern interessant, weil sein Buchhalter, der mit ihm zusammen offensichtlich irgendwie Leute beschissen hat, der Meinung ist, dass er noch sehr lange weg ist. Er hat offenbar auch große Angst vor ihm. Deswegen werden wir jetzt den Buchhalter mal davon in Kenntnis setzen, dass der gar nicht so lange weg ist, sondern dass er in einem Monat wieder frei ist. Ich denke mir, das wäre eine interessante Information zu kennen. Und das machen wir jetzt. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Er ist für eine lange Zeit weggesperrt. Dieser Gerichtsbeschluss im Verfahren gegen Stan S. Stanman könnte dich interessieren. Oh, was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Nimm diese Unterlagen! Bring sie zum Gericht auf Bermuda! Sie werden wissen, was sie mit ihnen machen sollen. Das ist eine sehr schädliche Sache. Stan wird mindestens 10 Jahre bekommen. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber ich muss fürs Zeugenschutzprogramm packen. Oh Gott! Okay. Wir nehmen mal die Finanzunterlagen. Kann ich das Bild haben? Nicht jetzt! Ich bin am Packen! Kann ich dir beim Packen helfen? Ich komme schon klar. Bring die Beweise einfach vor das Gericht auf Bermuda. Wir waren schon immer gut darin, die Dinge zu machen, die man uns sagt, dass man sie machen soll. Also machen wir das. Ich nehme an, er wird die Zeit nutzen, um sich in weite Ferne zu sichern, sicher zu bringen. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich Königin dieser Ortschaft, dieser Insel bin. Und deswegen ist auch hier diese sehr schöne königliche Skulptur. Also Guybrush als Königin. So. Na, dann gehen wir doch mal dieses Elend an. Kann ich da irgendwie einen Blick reinwerfen? Hier steht eine Menge Müll drin, aber ich glaube, ich sehe den Beweis, der Stan für eine lange Zeit hinter Gitter bringen wird. Okay. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen was finden. Euer Ehren, ich reiche diese Tasche voller belastender Finanzdokumente als Beweisstück A im Fall alle gegen Stan ein. Die Beweise sind eingegangen. Das Gericht verlangt, dass Ned Filigree eine eidesstattliche Erklärung abgibt, wenn diese Beweise akzeptiert werden sollen. Könnte euer Ehren bitte das Statut zitieren, das eine eidesstattliche Erklärung in folgenden Fällen verlangt? Statut 7, Abschnitt H, Unterabschnitt G, in Klammern I. Ich verstehe. Und Abschnitt U, in Klammern E, in Klammern II, Unterabschnitt A, in Klammern B. Okay. Und Abschnitt L, in Klammern M, Unterabschnitt AA. Ich ziehe die Frage zurück. Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. Dieses Gericht kann anhand von Zolldokumenten feststellen, dass Ihr Name tatsächlich Mr. Elaine Marley alias Guybrush Threepwood ist. Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen. Das Gericht kann diese Dokumente nur akzeptieren, wenn sie von einer eidesstattlichen Erklärung der Person begleitet werden, die rechtlich Ned Filigree ist. Die Sitzung wird vertagt.
Das hatte ich zum Beispiel vergessen. Also, dass das passiert. Ja, aber ich glaube, ich kann irgendwas machen, dass ich mich erkläre, also dass ich erkläre, dass ich nicht Philippi bin. Ist natürlich die Frage schon. Wie machen wir das? Dann gehen wir erstmal wieder zu ihm zurück und befragen ihn, ob er uns nicht hilft. Seltsamerweise kommt mir die Insel jetzt, wo niemand mehr hier ist, noch kleiner vor. Ja, dann nehmen wir mal dieses Bild. Das ist ja immerhin schon etwas. Ja, irgendwas müssen wir mit diesem Bild jetzt auch machen. Wenn ich mich nicht irre. Machen wir noch ein Seeteufelgespräch. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Ich bin mir nicht sicher, ob du genug blumige Sprache in deine Geschichte einbaust. Ein kleines bisschen würde schon reichen. Haben wir mit ihm schon gesprochen? Ja, ich glaube, wir haben mit ihm schon gesprochen. Ahoi! Ahoi! Erlaubnis, an Bord zu kommen, Sir. Entschuldigung! Skorbut ist ein schmerzhafter Tod, den man sich nicht einfangen sollte. Das stimmt wohl. Versucht es mal mit Limetten. Sie helfen gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Ist das noch mehr von deinem wissenschaftlichen Hokuspokus? Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst. Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Du hast uns bereits deinen lügenhaften wissenschaftlichen Schwachsinn gezeigt. Nimm dein wissenschaftliches Geschwafel und verschwinde, bevor du Skorbut bekommst. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Ja, genau so. Die Aussagen sind ein wenig durcheinander, aber eindeutig enthusiastisch. Gern geschehen und Dankeschön. Wir bräuchten irgendwie eine Art von Ausweis. Oder wir nehmen einfach das Foto und bauen uns und... Ja, aber das bringt eigentlich auch nicht so viel. Wie habe ich das gemacht? Hier ist eine Lizenz. Es sieht so aus, als hätte Ned eine gültige Buchhaltungslizenz auf 26 Inseln, einschließlich des District of Columbia.
Ich bin kein Experte, aber das Zeug sieht so dreckig aus wie ein Sack Schlamm in einem Schweinestall. Das sollten genug Beweise sein, um Stan für eine sehr lange Zeit einzusperren. Na gut, ich habe seine Lizenz. Vielleicht reicht das schon. Man weiß es nicht. Manchmal denkt man ja viel zu kompliziert und es geht ganz einfach. Gericht. Das Gericht hat Netz fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen bereits anerkannt. Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie überflüssige Beweise vorlegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So meinst du? Ja. Warum nicht? Ich wüsste nicht, was man sonst machen kann. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Vielleicht versuchen wir es mal so. Das sollte alle Fragen darüber klären, wer ich bin. Schwören Sie hiermit unter Eid und unter Androhung von Gefängnisstrafen, dass Sie Ned Filigree sind und die von Ihnen eingereichten Dokumente wahrheitsgemäß und rechtmäßig sind? Das tue ich. In Anbetracht dieser neuen Beweise verurteile ich Stan hiermit zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Eissteinbruch. Ohne Aussicht auf Bewährung. Bitte bewahren Sie diese rechtsverbindlichen Dokumente für Ihre Unterlagen auf. Gerichtliche Anordnung der 673. Bezirksgerichts Bruder Richter Planke hat den Vorsitz. Angesichts der neuen Beweise hat der Angeklagte Smiling Stan S. Stanman die harte Arbeit im Bermuda Eissteinbruch fortzusetzen für den köstlich passenden und langen Zeitraum von 10 Jahren. So. Ich glaube, jetzt können wir ihn davon überzeugen, dass es eventuell doch keine schlechte Idee ist, mit uns die Flucht anzugehen. Also, was ist los, Stan, mein Man? Ich habe eine beunruhigende Nachricht zu deinem Urteil. 10 Jahre?
Oh nein, ich kann einen Monat durchhalten, aber nicht 10 Jahre. Du musst mich hier rausholen. Betrachte es als erledigt. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Ich habe die Schule an dem Tag geschwänzt, an dem sie Schlösser knacken gelehrt haben. Was kannst du eigentlich? Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, Stan, ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchenkuchen, das ist die alte Bessie ganz recht. Ich bin dir sehr dankbar. Oh, das war auch ein Achievement. Immer wieder gern. So, jetzt aber hier, wir müssen ja irgendwie vorankommen. Das kann ja alles nicht sein. Also Torschlüssel wird es nicht sein, Museumsvitrinenschlüssel wird es nicht sein, dann müssen wir uns wohl mal diese... Ich kann die Seriennummer lesen. Ich werde sie aufschreiben. Cool. Dann haben wir jetzt ein Spiel, was wir schon mehrfach gemacht haben. Nämlich, wir holen uns den Schlüssel. Wir haben übrigens nur 123 Frames verloren. Das sind 0,0%. Das finde ich beeindruckend. Jo. Was wollte ich? Achso. Wir holen uns einen Schlüssel bei dem Schlüsselmacher. Hallo. Hallo. Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Ich sag ja, alle haben dieses Buch und niemand lässt es mich mitnehmen. Doch einfach nicht cool. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Ein Fesselschlüssel, was? Spezielle, extrem kalt gehärtete Version. Diese Fesseln werden gar nicht mehr hergestellt. Ich nehme an, Sie haben sie schon eine Weile? Oh ja, sie sind schon seit Generationen in meiner Familie. Nun ja. Man braucht nämlich nur die Seriennummer zu jedem Schloss. Und dann kann man sich den Schlüssel nachmachen lassen. Er kommt da schon drauf. Hey, Stan. Ah, Freiheit. Lass uns hier verschwinden, bevor sie vorbeikommen und die Fesseln wieder einfrieren. Da drüben ist ein praktischer Tunnel, durch den Meißelpeter vor ein paar Tagen entkommen ist. Ich möchte dich im Gegenzug um einen Gefallen bitten. Es hat etwas mit Limetten und Skorbut zu tun. Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten, Mr. Stanman. Ich freue mich immer, wenn ich einem anderen Unternehmer in einer nicht konkurrierenden Branche helfen kann. Kommen wir gleich zur Sache. Ihr Zielmarkt sind Piraten. Meistens jung, meistens männlich. Nur so als Hinweis, jetzt hat er wieder seinen normalen Anzug an und der ist eben dieser, ne, so wie er da ist, ist er immer schon gewesen. Geplagt von Adrenalinproblemen und juckenden Abzugsfingern. Sie kümmern sich nicht um ihr Leben, sie sorgen sich um ihr Image. Sie wollen Produkte, die ihnen helfen, die heißesten, die coolsten, die frischesten zu sein. Was auch immer. Es ist der Stan-Teil, der zählt. Wie wäre es mit... am lebendigsten. Mir gefällt Ihr Gedanke, aber setzen Sie sich höhere Ziele. Beginnen wir mit dem Branding. Limette klingt nach einem Reinigungsmittel. Es ist dünn, es ist unattraktiv. Wenn man es laut ausspricht, klingt es wie Jammern. Wir brauchen etwas mit Pfiff, etwas, das knallt. Wie Rasierbomben oder saure Bomben oder so. Ich verstehe, was Sie meinen. Guybrush. Du warst auch einmal ein junger Mann mit Adrenalinproblemen.
Was meinst du? Säbelfrucht, Todeskugeln, Reißzahnbeeren, kleine Limonen. Vorschläge aus dem Plenum? Mein Todeskugeln scheint irgendwie kontraintuitiv zu sein. Aber könnte natürlich auch interessant sein. Säbelfrucht. Ja, warum nicht? Todeskugel ergibt nicht so richtig Sinn. Ich weiß auch nicht, ob sie versucht haben, das englische Original zu übersetzen oder ob sie sich tatsächlich haben andere Sachen einfallen lassen. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie die im Englischen hießen. Aber Säbelfrucht ist, glaube ich. Säbelfrucht! Gefällt mir. Du hast eine Zukunft, mein Junge. Ihr Werbeflugblatt, du hast eine Zukunft. Das muss auch weg. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich denke. Es ist in Ordnung, über die gesundheitlichen Vorteile zu sprechen. Ich denke sogar, dass wir diese ein wenig übertreiben sollten. Was wir vermeiden müssen, ist die Wissenschaft. Die Menschen trauen ihr nicht, zumindest nicht der echten. Wir wollen Schlangenöl, Kristallvibrationen. Je wundersamer und unwahrscheinlicher es klingt, desto besser. Ich bin mir nicht sicher, ob mir Lügen gefällt. Dann werden wir es nicht in Worte fassen, sondern ein Bild verwenden. Bilder lügen nicht. Sie deuten an. Guybrush, wenn Säbelfrüchte irgendetwas auf der Welt für dich tun könnten, was würdest du dir dann wünschen? Dass wir ein Geheimnis von Monkey Island finden, finden oder finden. Das Geheimnis von Monkey Island finden? Guybrush! Das ist gut, aber ich denke da eher an eine Superkraft. Fliegen? Unglaubliche Kraft? Unwiderstehlicher Charme? Boah. Unwiderstehlicher Charme? Naja. Unwiderstehlicher Charme? Das hast du schon. Oh. Jeder will charmant sein. Das ist perfekt. Zum Schluss brauchen wir noch eine Aufforderung zum Handeln. Werde kalt oder werde dunkel oder nimm das. Die sagen nichts aus. Müssen sie auch nicht. Es ist nur ein kurzer, prägnanter Slogan, der den Eindruck erweckt, dass du jetzt sofort etwas tun sollst. Plünder die Meere, lauf über die Planke, beiß rein, gib mehr. Auch das ergibt nicht so richtig Sinn. Eigentlich ja nur beiß rein, weil man wäre eigentlich, aber er sagt ja, es geht ja nicht darum, ob es was bedeutet. Ja, eben sage ich auch, ne? Beiß rein ist das Naheliegendste. Aber wir haben jetzt gelernt, es hat eigentlich keine Bewandtnis. Es muss nicht das sein, was man auch machen muss. Es muss nur so klingen, dass man jetzt sofort. Aber ich würde auch sagen, beiß rein. Fast zu aussagekräftig. Aber ich denke, wir können damit arbeiten. Das ist Ihr neues Flugblatt. Neu. Säbelfrucht. Beiß rein. Verhindert Haarausfall. Reduziert Bauchfett. Kann auch Skorbut heilen. Wow. Ja. Ne? Wer ist da nicht sofort überzeugt? Das muss man doch kaufen. Zeigen Sie den Leuten das und sie werden um Ihr Produkt betteln. Sie legen den Preis fest. Erstgeborenes, alles. Eigentlich werden wir sie verschenken. Dies ist eine Initiative für die öffentliche Gesundheit. Was? Also das ist doch Unsinn. Man verschenkt nicht den besten Bullen, nur weil die Leute Bullen brauchen, wenn sie mir folgen können. Ich spüre hier definitiv etwas von einem Bullen, wenn sie mir folgen können. Nun, es ist sowieso an der Zeit zu schließen. Sie können mir meinen Anteil schicken. Ich bin weg. Folgen Sie mir nicht. Ihr Anteil? Jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Das ist ein sehr überzeugendes Stück Marketing. Ich leihe mir das einfach mal für eine Weile aus. Ja, da werden wir jetzt mal die ordentlichen Menschen auf dem Schiff
davon überzeugen, dass es eine sehr gute Idee ist, eine von unseren Limetten zu nehmen. Oder zwei. Hallo? Wer ist da? Ich habe aufregende Neuigkeiten über Skorbut für euch. Lest das hier. Säbelfrüchte, die neue erstaunliche Wunderfrucht. Lässt Haare nachwachsen, entfernt Bauchfett. Heilt auch Skorbut. Fantastisch! Hast du ein paar dieser wunderbaren Säbelfrüchte? Na klar, genau hier. Diese kleinen grünen Kerlchen. Bist du sicher, dass da keine Wissenschaft drin steckt? Seht euch das Flugblatt an. Ihr werdet keinen Hauch von Wissenschaft finden. Wir sind gerettet! Beiß rein und willkommen an Bord! Sie hat schon bessere Tage gesehen. So, haben wir jetzt eine von den Flaggen, aber auch nur eine von den Flaggen, wir brauchen noch zwei. Dann haben wir noch die Flagge aus dem Fischladen, weil müssen wir einrufen, ja? Und die Flagge aus dem Museum, ach ja. Ja, dann gehen wir noch mal noch in das Museum, das kriegen wir doch vielleicht auch schon mal hin. Es war ein unbezahlbares Kulturgut, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Er zerschlug es in 1000 Stücke, noch bevor ich das Gebäude verlassen hatte. Ganz zu schweigen von der Regierung, die sich in einem völligen Umbruch befindet. Er hat offiziell die Anarchie ausgerufen. Ist es wirklich Anarchie, wenn man sie offiziell ausruft? Offenbar lautet die Antwort ja. Mein herzliches Beileid zu Ihrem Verlust. Ihren Verlusten. Richter Planke sagte, er habe einen wilden Blick gehabt, als ob sich etwas durch seine Augen aus seinem Kopf herausdrücken wolle. Zurechnungsfähige Menschen sehen nicht so aus. Man könnte fast meinen, dass wir ein bisschen besessen sind. Museum. Es ist eine sehr kleine Schrift drauf. Ich habe genug, um mich zu versorgen. Die Seriennummer dafür habe ich bereits. Ja, ja, klar. Und den Schlüssel habe ich ja auch schon. Es ist abgeschlossen. Wie ich sehe, haben Sie einige Verbesserungen vorgenommen. Ja, das Museum ist jetzt stolzer Besitzer einer der Original-Piratenflaggen von Bella Fischer. Es gibt nur 3 bekannte Exemplare. Das ist ein echter Treffer. Unglaublich wertvoll. Wow, ich hoffe, dass sie niemand stiehlt. Ich habe meine Sicherheitsvorkehrung verdoppelt. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das ist richtig. Manche Leute haben einfach einen Schlüssel. Seltene Piratenflagge von Bella Fischer. Eine von nur 3 bekannten. 2 Papageien. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft. Oder besser gesagt, aufgestockt. Ja. Es war tatsächlich doppelt so schwer. Habe ich mit der Piratin schon gesprochen? Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel.
Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Deine Geschichte ist nicht schlecht, aber es fehlen noch ein paar Dinge. Such ein paar andere Seeteufel, die dir helfen, die Lücken zu füllen. Das werde ich tun. Oh, eine Quizkarte. Mehr als 20 Quizkarten gesammelt. Was nicht besonders viel ist, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe gar nicht drauf geachtet, auf die Quizkarten. Haben wir eigentlich schon mal die Quizkarten angeguckt? Wir haben ja dieses Quizbuch. Und dann gibt es dann Karten, die man finden kann im Verlauf des Spiels. Und ich glaube, es gibt maximal 100 verschiedene. Aber ich habe im letzten Durchgang schon nicht alle gefunden. Und offensichtlich findet man in einem Durchgang auch nicht 100. Also zumindest ist es mir nicht gelungen. Ach, nein, wollte ich nicht. Und dann muss man die aber auch noch richtig beantworten. Zum Beispiel diese Frage, welche dieser Zutaten braucht man nicht, um eine Voodoo-Puppe herzustellen? Das braucht man nicht. Wir brauchen etwas vom Faden, etwas vom Tod, etwas vom Kopf. Wir brauchen nicht etwas vom Brot. So. Wir haben hier auch noch mehrere Fragen. Einige, die ich auch noch nicht beantwortet habe. Wer ist der Herausgeber der Pirate Times? Das Wappen auf dem Bermuda-Eisschloss zeigt Folgendes. Oh, da können wir noch mal gucken gehen. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Da waren wir ja eigentlich schon. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror? Ein schiefer Baum, eine gruselige Statue, Piranhas. Ein schiefer Baum? Also da war eine Stelle. Also so kann man diese ganzen Fragen durchgehen und beantworten. Und wenn man, wie gesagt, alle gefunden hat und alle beantwortet, müssen sogar mehr als 100 sein. Es sind ja 10 auf jeder Seite, es gibt 17 Seiten, also 170. Deswegen habe ich die noch nie alle gefunden. Aber man hat etwas zu tun. Hier ist zum Beispiel noch eine Quizkarte. Oh. Wally? Was ist hier passiert? Wallys Laden wurde verwüstet. Das ist alles, was von Wallys Karten in Standardgröße, dem Globus, den Karten in ungeraden Größen und den Kisten mit anderen Karten übrig ist. Das ist ja mir gar nicht aufgefallen. Diese Karten waren Wallys Lebenswerk. Zumindest vermute ich das. Sie haben die Kompassrose aus massivem Gold zurückgelassen. Das war keine normale Plünderung. Wer könnte das getan haben? Ich schätze LeChuck. Offensichtlich. Wally, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Ich schätze, er ist nicht hier und es geht ihm wahrscheinlich nicht gut. Ja, okay. Da muss ich zugeben, das hatte ich beim letzten Mal nicht gesehen, dass das passiert. Kann auch sein, dass das aufgrund von Entscheidungen, die wir getroffen haben, ja eben, dieser verdammte LeChuck, aber wir wissen tatsächlich gar nicht, ob es war. Kann sein, dass die Geschichte leicht anders verläuft. Es gibt ja auch ein paar unterschiedliche Enden. Je nachdem, was man für Entscheidungen trifft, an bestimmten Stellen zumindest. Hey, Guybrush!
Ich komme dich bald wieder besuchen. Sag deinen Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Ja, okay. Also das ist keiner von den Seeteufeln. Wir müssen, glaube ich, noch mit allen anderen Seeteufeln sprechen. Hallo. Hi. Ist sie ein Seeteufel? Ja, sie ist ein Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Hm. Aber was dann? Ein wichtiger Punkt in jeder Fischgeschichte ist ein dramatisches Ende. Haben Sie den Fisch gefangen? Ist er entkommen? Wird jemand geheiratet? Oder getötet? Oder beides? Die Leute wollen wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Das ergibt Sinn. Wollen Sie es mal versuchen? Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Die Kreatur nahm reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Ich glaube, Sie haben den Schlüssel in der Hand. Das war gut gemacht. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen sollten? Elaine Marley. Sie war früher die Gouverneurin hier. Aber ich glaube, sie ist jetzt auf Scurvy Island. Jo, danke. Hm. Wusste nicht, dass sie auch ein Seeteufel ist. Aber dann machen wir wieder etwas Backtracking. Denn da waren wir ja schon. Hi. Hi. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Guybrush, du bist den Seeteufeln beigetreten. Das freut mich. Vielleicht hilft dir ein neues Hobby, dich vom Geheimnis abzulenken. Sicher. Dann lass mal hören, was du zu bieten hast. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Die Kreatur nahm reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Das ist schön, Guybrush. Aber ich glaube, du hast den interessantesten Teil ausgelassen. Wie war es, eine Meerjungfrau zu treffen? Die Menschen wollen von der Erfahrung hören. Das ergibt Sinn. Willst du es mal versuchen? Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Die Mannschaft wollte sie zum Essen einladen. Ich verstand nicht, was sie meinten. Zum Glück kann der durchschnittliche Seemann den Geschmack einer Meerjungfrau nicht von dem eines Bullenbeißers unterscheiden, den man in einem Fischkorb findet. Die Kreatur nahm reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Ich glaube, du hast es. Das war wirklich gut, Schatz. Du solltest der Seeteufelführung im tollen Hecht eine Geschichte erzählen. Ich habe gehört, dass sie gegen Skorbut helfen können. Da hast du richtig gehört. Also ich weiß nicht, wo man hier einen Papagei sieht. Hier ist ein großer Felsen. Ansonsten ist hier gar nichts. Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Also ist man sich uneinig.
ist auf alle Fälle mehrdeutig. So, dann können wir doch jetzt wenigstens diesen Teil wahrscheinlich der Geschichte ja auch noch beenden. Hier nehmen wir jetzt noch eine Geschichte erzählen. Hallo. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und sei nicht nervös, wenn du denkst, es sei ein Test, um zu sehen, ob du die Kunst beherrschst. Auch wenn das genau das ist. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Die Mannschaft wollte sie zum Essen einladen. Ich verstand nicht, was sie meinten. Zum Glück kann der durchschnittliche Seemann den Geschmack einer Meerjungfrau nicht von dem eines Bullenbeißers unterscheiden, den man in einem Fischkorb findet. Die Kreatur nahm reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Du hast eindeutig alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich erkläre dich hiermit zum Seeteufel-Großmeister. Glückwunsch! Wow, danke. Das ist eine große Ehre. Ist es in Ordnung, wenn ich diese Flagge mitnehme? Das wäre dein gutes Recht als hochangesehener Seeteufel. Im Ernst? Achte darauf, dass du sie gut behandelst. Sie braucht nicht noch mehr Löcher, als sie ohnehin schon hat. Das ist ein guter Hinweis. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3. Diese Flagge, die ich aus dem Museum habe, passt nicht ganz auf die Karte. Was steht da so klein drauf? Nachbildung, nicht maßstabsgetreu. Ah, verrückt. Ah, okay. Es ist eine Nachbildung von Bella Fischers Flagge. Das sind zwei Flaggen. Ich kann Teile der Karte durch die Löcher sehen. Vielleicht brauche ich mehr Flaggen. Ach, das ist ja... Habe ich mich auch wieder nicht daran erinnert, dass das passiert. Was macht man da? Kennt sich hier jemand mit Flaggen aus? Hat er wahrscheinlich das Original schon, aber nicht ausgestellt, ne? Das war er. Sie waren alle daran beteiligt, aber Threepwood war der Anführer. Zuerst schlägt er mich und die anderen Schädel mit einem Oberschenkelknochen und zwingt uns gegen unseren Willen, Töne von uns zu geben. Dann schreit er Unsinn wie ein betrunkener Papagei und nimmt einen Bissen aus dem Arm eines Tintenfisches. Gleich danach begann das Erdbeben. Trotzdem könnte es ein Zufall sein. Wenn man einen Hai in seinem Schwimmbecken findet, ist das kein Zufall. Gehen wir noch mal ins Museum. Ihre Piratenflagge sieht nicht ganz richtig aus. Ist sie eine Nachbildung? Sie haben ein gutes Auge.
sollten ein Museum kuratieren. Die Echte ist zu wertvoll, um sie hier draußen aufzubewahren. Ich habe sie im Lagerraum eingeschlossen. Es hat bereits einen versuchten Diebstahl gegeben. Ja, dann versuchen wir das nochmal, würde ich sagen. Ich brauche keine weitere gefälschte Flagge. Ach so? Also ungünstig. Ich hatte jetzt gehofft, dass er dann die andere holt. Es ist abgeschlossen. Dann müssen wir wohl auch da wieder. Da steht in winziger Schrift neu, seriennummernloses Schloss. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Seltene Piratenflagge von Bella Fischer. Eine von nur drei Bekannten. Nun ja, kannst du von hinten an den Lagerraum? Ja, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nur durch die Tür. Hier sind zwar Fenster in diesem Gebäude, aber ich komme nicht von hinten irgendwie dran. Nee. Man muss jetzt irgendwas machen? Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass ich diese Kopie auch noch mal mitnehmen kann. Und dass ich dann... Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht muss ich auch gar nicht das Original stehlen, vielleicht kann ich die Kopie. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Okay. Na gut. Aber wir sind sowieso zeitlich am Ende dieser Folge und damit auch sozusagen des Spiels für heute, würde ich sagen, angekommen. Das heißt, wir haben das nächste Mal eine Herausforderung, der wir uns noch stellen können. Und das ist ja auch ein Vorteil, würde ich sagen. Nicht? Von daher... Würde ich sagen, sind wir ja schon relativ weit gekommen. Wir haben ja hier schon diverse Punkte von unserer To-Do-Liste streichen können. Wir brauchen noch den Schlüssel von der alten Mrs. Smith. Ich weiß immer noch nicht, wo die ist, ehrlich gesagt. Und wenn wir hier Bella Fischers Flaggen hätten, dann würden wir auch an Bella Fischers goldenen Schlüssel kommen. Und dann hätten wir nur noch den anderen Schlüssel, den von Whitey, von dem wir wissen, wo er ist. Und dann hätten wir es ja fast. Von daher würde ich sagen, lass mal an dieser Stelle... das Spiel hier beenden und dann nochmal was anderes machen heute. Genau, von daher geht es also bei der nächsten Folge The Return to Monkey Island darum, rauszukriegen, wie wir an diese echte Flagge kommen. Und das ist ja auch schon mal eine spannende Herausforderung, die wir dann noch lösen können. Insofern herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!